die hatten dann entsprechend auch andere Helme. Jetzt Scheiße. Das Licht ist aus. Toll. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal. Heute werden Peter und ich uns mit einem sehr umfangreichen, aber sehr spannenden Thema beschäftigen, nämlich den Kopfbedeckungen der deutschen Armee im Ersten Weltkrieg. Und im ersten Teil dieser zweiteiligen Serie beschäftigen wir uns dabei nur mit dem Lederhelm mit Spitze oder umgangssprachlich die Pickelhaube oder wie man früher gesagt hat, die Hurra-Tüte. Hurra-Tüte deswegen, weil ja immer bei Paraden oder auf Hoch des Kaisers, der wurde ja immer mit einem dreifachen Hurra bejubelt, hat man dann immer den Helm genommen und immer Hurra gerufen und daher wurde es damals umgangssprachlich Hurra-Tüte genannt. Dieser Helm, so wie wir ihn hier sehen, ist das Modell 1895 und 1895 hatte er quasi nach vielen Evolutionsstufen seine Endausformung erreicht. Sprich, ab da hat sich der Korpus bis zur Abschaffung dieses Lederhelms bzw. bis zur Einführung des Stahlhelms nicht weiter verändert. Da gab es mehrere Entwicklungsstufen von, der wurde ja, ich glaube, das Urmodell wurde ja schon eingeführt 1848. Mhm. Weiß ich nicht so ganz genau, wir werden euch Bilder einblenden von den Modellen, die uns bekannt sind. Wenn wir da mal ein bisschen mehr wissen, werden wir uns auch mit diesen ganzen Modellen von vor 1871 auch mal noch beschäftigen. Ja. Aber bei uns soll es heute erstmal primär um die Helme gehen, die auch im Ersten Weltkrieg verwendet wurden. Und das ist, wie gesagt, das Modell 1895. Ein paar Eckdaten noch dazu. Also nach den deutschen Einigungskriegen 1871 war dieser Helm dann quasi verpflichtend für alle deutsche Kontingente. Außer für die Bayerischen, die haben diesen Helm erst 1886 eingeführt. Genau, weil sie ihn nicht so schick fanden und sehr preußisch fanden. Genau, sie fanden ihn sehr preußisch, das fand man in Bayern halt nicht gut. Und deswegen hat man dann noch an dem alten bayerischen Helmmodell festgehalten und erst 1886 eingelenkt und dann auch diesen Helm übernommen. Dann muss man noch dazu sagen, dieser Helm trägt auch zwei Kokarden. Also jedenfalls wäre das dann einmal die Reichskokarde. So, liebe Leute, ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Was wir hier sehen, ist natürlich absoluter Blödsinn. Die Reichskokarde gehört am Lederhelm natürlich auf die rechte Seite und die Landeskokarde auf die linke Seite. Auch wenn wir das da gerade sehr selbstbewusst erzählen, ist das uns beiden nicht aufgefallen, passiert dem Besten. Dann schauen wir mal, wie das jetzt an der Stelle in diesem Video weitergeht. Die Reichskokarde wurde erst 1897 eingeführt. Für alle Bundesstaaten und Herzogtümer und Großherzogtümer und so weiter und so fort. Diese Helme waren sehr aufwendig gearbeitet für die damalige Zeit. Also dieses Zierat, was wir hier vorne sehen, was in dem Fall das für die preußische Infanterie steht, wurde in sehr vielen Variationen gefertigt. Also es gab ja auch teilweise Regimenter, die eigene Helmembleme hatten. Es gab eigene, ja, also es war wirklich von Waffengattungen bis hin zu den Bundesstaaten, also zu den Ländern, bis hin zu unterschiedlichen Regimentern gab es unterschiedliche Helmembleme. Genau, haben wir hier auch. Genau, das wäre zum Beispiel das Hessische. Genau. Da gibt es unglaublich viel Variation. Wir werden dann hier was einblenden, damit ihr euch da mal einen groben Überblick verschaffen könnt. Es war damals alles nicht so einfach. Genauso verhält sich das mit der Spitze. Wir haben hier zwei verschiedene Versionen. Einmal die Spitze-Version, das ist dann quasi die für die Infanterie oder zum Beispiel für Pioniere. Die Artillerie hingegen hatte dann so eine Kugelspitze. Also da gibt es jetzt mehrere Mythen, was davon nun Wahrheit ist oder was gelogen ist, weiß ich nicht so genau. Ich habe auf der einen Seite gelesen, dass diese Kugelspitze eine traditionelle Bedeutung hat, nämlich die Form der Kanonenkugel. Und ich habe auch schon gelesen, dass diese Kugelspitze angebracht wurde, damit man sich beim Laden der Geschütze nicht verletzt. Ja, früher Arbeitsschutz. Ja. Der frühe Arbeitsschutz. Genau. Genau. Diese Helme waren ursprünglich, also das Ursprungsmodell 1895 hatte hier noch eine Schuppenkette.
quasi der Kinnriemen mit Schuppenkette. Das hatte eine gewisse Schutzfunktion, die war ursprünglich dazu gedacht, um Säbelhiebe im Schläfenbereich abzufangen. Das soll sogar streckenweise funktioniert haben. Also man hatte natürlich brutalste Frakturen, sollte man so einen Säbelhieb abbekommen, aber unter Umständen war der Kopf dann noch dran. Diese Schuppenkette wurde dann abgeschafft, 1915 dann auch komplett für die Friedensuniform abgeschafft. Offiziere hatten die teilweise noch und Offiziere ist auch eine gute Überleitung. Offizierspickelhauben, da werden wir ein extra Video zu machen. Weil die Mannschafts- und die Offizierspickelhauben haben sich dann doch in einigen sehr wesentlichen Details unterschieden, die so umfassend sind, dass das Video zum Schluss 3 Stunden geht. Genau, aber im Ersten Weltkrieg kann man eigentlich sagen, hat man einen Offizier in erster Linie daran erkannt, wenn er den Überzug getragen hat, dass die Spitze halt einfach wesentlich höher war. Sie war bedeutend höher, genau. Also das nur mal so als markantestes Beispiel. Zuzüglich von der besonderen Ausarbeitung der Kokarden und des Zierats hier vorne. Genau. Das ist alles nochmal sehr speziell. Interessant ist auch noch zu erwähnen, zu Beginn des Ersten Weltkriegs, also zur Generalmobilmachung, wurden ja so viele Reservisten und Landstürmer und Landwehrmänner eingezogen, dass die überhaupt nicht ausreichend mit Kopfbedeckung eingekleidet werden konnten. Ja. Das heißt, man hat dann angefangen, auf Ersatzmaterial zurückzugreifen. Es gab halt eben diesen Helm aus Leder mit Lederkorpus und dann gab es da diverse Ersatzmaterialien, also zum Beispiel Filz. Es gab sehr viele Filzhelme, auch in unterschiedlichster Ausführung. Einige hatten vorne diese Messingschiene noch, andere hatten den nicht. Das Zierat war dann, wie gesagt, entsprechend immer aus Gelbmetall, außer zum Beispiel bei den Pionieren, da war es aus Weißmetall. Das sind auch nochmal so kleine Unterschiede. Dann kann man noch dazu sagen, es gab auch schon Blechhelme. Mhm. Also Pickelhaube aus Blech. Aber auch nicht, weil es besser schützt, sondern einfach nur, weil man nichts anderes hatte. Man hatte nichts anderes. Ja. War halt so ein Eisenblech, was man da hatte. Die wurden dann dementsprechend gepresst und dann hat man die schneller fertigen können als aus Leder. Ja. Weil Leder ja auch wirklich eine problematische Sache war. Ja. Und dann gab es dann auch so eine Presspappe, ne? Glaube ich. So ein Pappmaterial. Ja, so ein Papierstoff, so eine Art Karton. So kann man sich das vorstellen. Sowas hat es auch gegeben. Diese Helme, wie ihr euch denken könnt, waren natürlich dann zu Beginn des Ersten Weltkriegs sehr, sehr auffällig. Deswegen gab es auch schon vor dem Ersten Weltkrieg diese sogenannten Helmüberzüge, die dann zum Abtarnen des Helmes getragen wurden, auch schon im Manöver. Und da gab es auch eine ganz interessante Sache, nämlich zu diesem Helmüberzug gab es auch ein Manöverband. Ja. Und dieses Manöverband war im Endeffekt ein farbiger Streifen, der dann noch zusätzlich um den Helm gemacht wurde. Ich weiß gar nicht, der war auch teilweise aufgenäht. Es gibt verschiedene Versionen, genau. Also es gibt noch Originalfotos von original erhaltenen Stücken. Da waren die aufgenäht. Das war aber, glaube ich, eine Offizierspickelhaube. Also es gab die in aufgenäht, aufgemalt und als extra Band zum Drum machen. Ne? Und das war eben ein Band, was auf der einen Seite rot ist, auf der anderen Seite gelb. So, und das wurde dann halt im Manöver getragen. Um Teams zu markieren. Er hat dann quasi im Manöver Team Rot gegen Team Gelb gekämpft. Nur mal so als Beispiel. Genau. Sowas gab es natürlich auch. Genau, und das gab es halt schon weit vom Ersten Weltkrieg. Schon beim Blauen Rock gab es das schon. Genau. Die Überzüge. Aber nur fürs Feld. Genau. Genau, dann zu Beginn des Ersten Weltkrieges wurden diese Helmbezüge auch mit Regimentsnummern versehen, um die Regimentszugehörigkeit halt eben nochmal zu verdeutlichen. Das hat man aber auch sehr schnell wieder entfernt, auch aus Ausfälligkeitsgründen, weil es sehr auffällig war und dem Gegner im Feld natürlich direkt verraten hat, welches Regiment da vor ihm lag. Und so konnte man dann abschätzen, okay, wir kämpfen gegen neue Einheiten oder wir kämpfen immer noch gegen die Einheiten, die wir unter Umständen schon erschöpft haben. Genau. Dann das nächste, was natürlich sehr auffällig war, als dann der Erste Weltkrieg vom Bewegungskrieg in den Stellungskrieg überging und man sich dann in den Schützengräben bewegt hat,
war natürlich ein Problem, dass die Spitze, die da oben drauf ist, die Bewegung der Soldaten im Schützengraben natürlich massiv verraten hat. Ja. So haben dann viele Soldaten ursprünglich, auch wenn die Manipulation von Ausrüstung rein von den Regularien her verboten war, haben dann viele Soldaten die Spitzen einfach abgeschlagen oder abgebrochen oder abgesplintet. Sie haben sie auf jeden Fall entfernt. Und das wurde dann auch vom Kriegsministerium so beobachtet. Und so hat man dann Mitte 1915, also ich glaube es war der 22.06., aber da will ich mir jetzt nicht drauf festnageln, da hat man dann ein Pickelhaubenmodell beschlossen, das dann eine abnehmbare Spitze hatte. Das war dann auch die letzte wirklich wesentliche Veränderung an diesem Helm. Da hat man dann nämlich diese ganzen Zierbleche hier vorne aus Gelbmetall, aus Weißmetall mit irgendwelchen Sondersachen, also die ganzen Beschläge hat man dann ausgetauscht gegen verzinktes Stahlblech, einfach weil es günstiger war. Und weil es auch leichter war, also diese Überlegung, das gegen verzinktes Stahlblech zu tauschen, die gab es schon 1900. Also da hatte man schon mit diesem Gedanken gespielt, den Helm dahingehend nochmal zu vereinfachen, auch aufgrund der Tarnwirkung. Ne, spätestens nach den Burenkriegen und dem russisch-japanischen Krieg war ja klar, dass Tarnung nochmal ein völlig neues Thema wird aufgrund der deutlich effektiveren Waffen und auch des rauchschwachen Pulvers, was damals ja eingeführt wurde. Genau, und diese Vereinfachungen wurden dann auch für die ganzen Helme, wie zum Beispiel für die Kürassiere oder auch die Jäger zu Pferde vorgenommen. Ist ja auch gut für Offiziere, weil damit die nicht so gut erkannt werden. Das war ja auch so ein Ding, dass die Offiziere sich immer weniger von den Mannschaftern abgehoben haben. Ne? Weil die eben die feindlichen Scharfschützen eben in erster Linie auf Offiziere geschossen haben und wenn die dann so eine große Spitze haben. Genau, also die Offiziere haben dann ja auch tatsächlich vermehrt wirklich auf ihre Schirmmütze zurückgegriffen, haben dann diesen Helm eigentlich nur noch hinter der Front oder in der Heimat getragen und dann an der Front meist die Schirmmütze, meist. Genau. Das hat auch, anders als viele immer vermuten, hat das halt einfach gar keine Schutzwirkung, dieser Helm. Es war einfach nur eine Lederhaube auf dem Kopf. Das hat jetzt nichts mit Schutz oder so zu tun. Das ist einfach nur eine optische Kopfbedeckung, so wie andere Nationen wie Frankreich Cappies getragen haben. Ja. Hat keinerlei Schutzwirkung gehabt. Das war halt für den Soldaten auch ein Erkennungsmerkmal. Ja. Darum haben die das auch viel getragen. Was auch noch interessant ist, auch wenn 1916 dann der Stahlhelm eingeführt wurde, ist die Pickelhaube nicht komplett vom Schlachtfeld verschwunden. Also gerade an der Ostfront wurden die noch sehr, sehr lange getragen. Es gibt auch Bilder von Regimentern 1918, die auch da noch sogar teilweise noch Helmbezüge mit Nummern drauf haben. Also es gibt so ein paar Sachen, die sind nie zu 100% verschwunden, wurden immer noch von bestimmten Leuten getragen. Das ist aber nicht die Regel. Naja, das war dann auch eher meistens in der Etappe, ne? Hinter der Front. Genau. Und wenn man jetzt den Bogen in den Darstellungszeitraum schlagen möchte, selbst wenn man mal ein Foto gesehen hat, was 1917 datiert ist und da drauf ein Soldat ist, der einen Helm mit Überzug und Nummer drauf hat, legitimiert das halt eben nicht die generelle Darstellung von Soldaten mit nummerierten Helmbezügen nach 1915. Ja. Das sind immer so Einzelbeispiele. Ja, das hat alles gegeben. Es wird immer diesen einen Soldaten oder diese eine Kompanie gegeben haben, die nicht mit den neuesten Sachen ausgerüstet wurden. Ja. Oder Landstürmer und Landwehreinheiten, die dann wirklich mit dem allerletzten, ich sag jetzt mal, Müll ausgestattet wurden. Die waren ja dann auch mit russischen Tornistern, französischen Gewehren, britischen Patronentaschen und so weiter und so fort. Man hat ja nichts weggeschmissen. Genau. Und das wurde dann später halt entsprechend noch ausgegeben, aber es war nicht die Regel. Genau. Vielleicht noch eine Erklärung, was es mit der Spitze auf sich hat. Das wissen ja auch immer viele nicht, warum das Ding überhaupt eine Spitze hat. Genau, also die Idee hinter der Spitze ist ja eigentlich die, dass die Säbelhiebe von berittenen Einheiten
Wenn sie von oben kommend, sollte der Säbel an der Spitze abgleiten und quasi die Wucht am Kopf des Soldaten vorbeileiten. Genau. Das ist die Idee dahinter. Das hat natürlich dann spätestens bei der Schusswaffe, war dann mit der Schutzwirkung auch zu Ende. Wobei auch der Stahlhelm, aber da kommen wir in einem anderen Video zu, auch der Stahlhelm war nicht kugelsicher. Richtig, aber das, der war ja auch in erster Linie für Schrapnell und alles, was so durch die Gegend fliegt. Genau, und das war zum Beispiel auch eine Schutzwirkung, die die Pickelhaube überhaupt nicht gewährleisten konnte. Also wie gesagt, dadurch, dass es ein Leder- oder ein Filzhelm war oder ein Papphelm, was auch immer, es hatte überhaupt gar keine Schutzwirkung mehr. Es war dann wirklich zum Schluss nur noch ein Erkennungszeichen oder quasi die Ehre des Soldaten, so einen Helm zu tragen. Ja, aber halt ein Uniformstück wie alles andere auch. Ganz genau. Es gab ja auch sonst keinerlei Schutz oder sonst irgendwas. Es waren alles nur normale Wolluniformen. Richtig. So, es ging halt um die Optik in erster Linie. Genau. Was noch wichtig zu sagen ist, der Lederhelm war nicht der einzige Helm, der damals im deutschen Heer Verwendung fand. Es gab genauso Tschakos, Tschapkas, teilweise auch komplett andere Helme. Also da werden wir nochmal ein extra Video machen zu den Helmtypen, wenn wir dann auch ein bisschen was zum Vorzeigen haben. Das ist auch nicht, es ist halt auch alles immer nicht so ganz so einfach zu organisieren. Ja, eben. Deswegen Mützen gab es auch noch. Mützen gab es auch noch unglaublich viele. Marinemützen und sowas alles, die haben ja auch alle nur Mützen getragen. Richtig, daher soll jetzt mal gesagt werden, es gab auch noch andere Kopfbedeckungen, aber wie gesagt, in diesem Video wollten wir mit euch einfach mal über die Pickelhaube an sich sprechen. Mhm. Wenn auch ihr Interesse daran habt, eine Darstellung aufzubauen, bei der so ein Helm getragen wird, haben wir uns gedacht, wir versuchen euch so gut wie es irgendwie geht, da zu leiten, weil die Beschaffung von einer wirklich vernünftigen, qualitativ hochwertigen Pickelhaube ist heutzutage nicht mehr so einfach. Es gab früher Händler wie Jörg Dehn oder den Kammerbullen, die dann damals hochwertige Helmreproduktionen hergestellt haben. Die sind aber meines Wissens nach beide im Ruhestand. Da gibt es jetzt noch Spike Helmets in Polen. Ja. Habe ich aber noch keine Referenzen zu. Kann ich wirklich überhaupt nichts dazu sagen, wie da die Helmbeschaffenheit zum Schluss ist. Ich habe Gutes gehört von ein, zwei Leuten. Aber das Ding ist ja auch, wie mit allen Sachen, die man sich Maß anfertigen lässt, das ist eben nicht sehr günstig. Ja. Im Vergleich zu den Reproduktionen, die man sonst bekommt. Wo man aber auch sagen muss, besonders die Pickelhaube ist eher so ein Uniformstück, wo man sehr darauf achten muss, dass man das passende Stück holt. Na, wenn du jetzt eine Uniform irgendwo von der Stange holst, die kann auch gut aussehen. Mit Glück. So, und bei diesen Pickelhauben ist es immer schwierig, weil die meisten Shops, die geben an, dass es eine Einheitsgröße ist und dass man die mit einem Band Größen verstellen kann. Was aber einfach nur Quatsch ist, weil man kann nur das Innenfutter enger machen, sodass der Helm höher oder tiefer sitzt. Das ist das Einzige, was man einstellen kann, weil der Kopfumfang, der ist ja immer gleich. Ja. So, also es gibt bei Hessen Antik zum Beispiel, wo diese Pickelhaube her ist, da gibt's oder gab es die Helme in verschiedenen Größen. Das ist der einzige Shop, den ich kenne, wo es die in S, M und L gab. So, und das ist jetzt die kleinste Größe S, das ist eigentlich eine 56 und die passt einigermaßen gut. Ich habe eigentlich auch eine 56, aber irgendwie ist der ein bisschen größer. Ja, also naja. Dazu muss man halt auch erklären, die Pickelhaube ist halt modisch getragen, wirklich so, dass sie nur auf dem Kopf aufliegt. Genau. Also genau. Das ist wirklich der maßgeblich. Also eigentlich so. Genau. Maßgeblich kann man sagen, 2 cm über dem Ohr. Genau. Das wäre korrekt. Und da das vernünftige Modell zu finden, ist nicht so einfach. Wir haben, ich hatte zum Beispiel Glück, ich habe eine alte Reproduktion gekauft. Also ich glaube, das ist eine Repro aus den späten 70ern. Die damals hergestellt wurde und die war qualitativ noch deutlich näher dran als die Sachen, die heutzutage in den gängigen Shops verkauft wird. Genau, also da würde ich sagen, wenn es um Pickelhauben geht, bloß nicht günstig kaufen. Nee. Wenn man wirklich Wert drauf legt, dass es original aussieht, dann
müsste man sich schon eine herstellen lassen, würde ich sagen. Ja. Weil bei Hessen Antik gibt es die leider gerade nicht. Die sind alle, die sind schon seit Jahren ausverkauft. Bestimmt so, also seit einem Jahr bestimmt schon. Ja, ja. So, die kriegt man nicht mehr. Die kriegt man nur in verschiedenen anderen, auf verschiedenen anderen Seiten, aber eben nur in dieser blöden Einheitsgröße. Ich glaube, das müsste eine 59, 58 oder so sein. Nee, das ist eine 62. Echt? Die Einheitsgröße ist eine 62. Deswegen sind die auch immer so riesig. Die sind echt bekloppt, ja. Genau. Und dann gibt es auch noch ganz schlimme. Ist auch vielleicht mal ganz wichtig, worauf man achten kann. Bei ganz günstigen Reproduktionen, das sieht man zum Beispiel an dem Riemen, dass diese Schnallen hier vorne nicht so schön filigran und dünn sind, sondern die sind richtig klobig. Da können wir mal ein Bild einblenden. Die sind richtig, ja, man sieht es auf den ersten Blick eigentlich, dass die sehr billig sind von der Qualität her. Und die Spitze, die hat auch bei ganz günstigen Reproduktionen die Luftlöcher nicht. Mhm. So. Und ja gut, das Emblem vorne, das finde ich geht immer noch. Na, wenn man jetzt kein Original daneben hält, dann ja, sieht man es auch nicht. Wobei man hier auch fairerweise dazu sagen muss, so ein Original bekommt ihr bei Philipp Militaria zum Beispiel, hat mit mir nichts zu tun. Das ist wirklich eine eigene Seite. Bei eBay kriegst du. Da bekommt man die eigentlich günstig. Die liegen irgendwo zwischen 50 und 100 Euro. Meistens ist man da wirklich tatsächlich bei 75, so in dem Dreh. Interessant wird es dann eher bei der Spitze, wobei die Infanteriespitzen noch deutlich günstiger sind als jetzt die Artilleriespitzen. Das war nicht so schön. Ja, richtig. Aber ist halt so. Genau, und hier haben wir so das Modell. Das war, glaube ich, meine allererste Pickelhaube. Das ist eben dieses angesprochene, die Einheitsmodellgröße. Die Einheitsgröße. Ja, ich meine, sieht man dann auch, dass die viel, viel zu groß. Alleine schon vorne und hinten ist viel zu weit. Ja. Ich habe dann schon versucht, die so ein bisschen einzudrücken, damit die wenigstens sitzt und nicht vom Kopf wackelt. Aber das ist halt, ist ein Murks. Genau, also am besten, lasst euch eine herstellen, wenn es geht. Oder wenn ihr Glück habt, könnt ihr natürlich bei eBay noch eine Alt-Repro beschaffen. Was sich auch überhaupt nicht lohnt, sind Originale. Weil Originale, da reden wir von Hutgrößen 54, 53, 52. Ja, und von Preisen von ab 1000 Euro aufwärts. Ja, die 900. Sind günstiger geworden in letzter Zeit wieder, ja. Aber nur die schlechten, die schon aus hartem Leder bestehen, das total rissig sind. Aber da könnte man ja zum Beispiel auf die Metallteile abziehen, wenn man das möchte. Aber das sind halt eben so Spielereien. Ja. Also wenn ihr wirklich eine vernünftige Pickelhaube haben wollt, seht zu, dass ihr ein Modell bekommt, das euch wirklich sehr gut passt. Wie gesagt, wichtig ist halt immer der Abstand mit den 2 cm über den Ohren. Die muss wirklich richtig eng sitzen. Außer natürlich, ihr macht irgendwelche Landwehr-Reservisten-Regimenter. Da könnt ihr auch welche aufsetzen, die zu klein oder zu groß sind. Die wurden halt wirklich einfach, ja, wurden eingekleidet. So. Ja, ja. Also ich finde, das Geld ist es nicht wert, um eine schlechte Repro zu kaufen. Genau. So eine 120-Euro-Repro, die am Ende blöd aussieht. Da gebe ich lieber das Doppelte aus, aber hab dann was, was passt und was ich mein Leben lang trage. Das ist ja das Problem, dass er selbst die, ich sag mal, die Billig-Repros, die ja schon über 100 Euro kosten, das ist halt einfach, das ist nix. Ja. Und da kann man auch mal nicht von den Fotos ausgehen, weil Fotos und Realität ist dann meistens auch wieder was ganz anderes. Genau. Die haben dann immer so Beispielfotos drin und ändern dann den Hersteller oder ändern noch irgendwie Kleinigkeiten. Und das ist nur so eine Wundertüte, was man dann am Ende bekommt. Oder einige Shops machen das zum Beispiel auch so, die nehmen dann die Standard-Repro-Pickelhauben und besprühen dann einfach das Messingzerat grau und sagen dann, ja, das ist eine M15-Pickelhaube. Das ist natürlich Quatsch. Das sieht doch auf Dauer nicht aus. Sobald ihr Farbabrieb habt und ihr werdet Farbabrieb haben, schimmert ihr das Gold durch und das sieht dann scheiße aus. Ja, ja, eben, genau. Genau. Vielleicht ist dann noch so zu sagen, es gab ja auch noch Garderegimenter, die für Paraden den Haarbusch oben. Den Rosshaarbusch. Genau. Oder Paradebusch genannt oder so. Also falls man das mal auf Fotos sieht und nicht weiß, was es ist, das ist ein Paradebusch. Also für Garde. Die hatten dann auch meistens die Gardelitzen. Ja, ja. Genau, die haben sie dann bei Paraden getragen. Ja. Ich glaube, das war's dann schon. Genau. Gut, dann beenden wir unseren ersten Teil zu den Helmen, also zu den Pickelhauben im Ersten Weltkrieg. Und in dem nächsten Video, da reden wir dann natürlich sehr ausgiebig über den Stahlhelm. Da gibt es auch noch ein bisschen mehr zu sagen, weil das war eine sehr, sehr wilde Entwicklungsgeschichte. Ja. Und dann hoffe ich, dass euch das Video bisher gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Gut, den Kommentar könnt ihr auch da lassen, wenn euch das Video nicht gefallen hat. Das ist mir alles recht.
Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.